Bei MAK in Kiel gehen die Lichter in den Konstruktionsbüros nicht aus. 1956 kommt die V65 auf die Gleise. Die vierachsige Stangenlokomotive hat eine Leistung von 650 PS. Mit ihr sollte der Dampfbetrieb auf Nebenbahnen abgelöst werden. ...1956 werden 15 Maschinen an die Deutsche Bundesbahn geliefert. Eingesetzt auf der Lahntalbahn und später in Hamburg und Puttgarden bewähren sich die Lokomotiven. 1980 wird die letzte ausgemustert. Zwei Maschinen sind in Deutschland erhalten. V65001 ist heute Museumslok bei den Osnabrücker Eisenbahnfreunden und V65011 steht nicht betriebsfähig in Bochum-Dahlhausen. Im Zechenbahnhof Piesberg hat V65001 einen Museumszug bespannt. Markant ist der langsam laufende Dieselmotor, der eher wie ein Schiffsdiesel klingt. Bereits bei 750 Umdrehungen pro Minute erreicht er seine Höchstleistung. Eine Serienlieferung hat es nicht gegeben. Die V100 stand bereits in den Startlöchern.